cool. Ja, die sind jetzt mittlerweile auch wirklich schon lang genug zum Spenden. Die werden jetzt dann abgesäbelt und abgeschickt. Und dann können Perücken draus gebastelt werden. Und ich rasiere mir den Kopf. Sommerlich. Sommerlicherweise. Im Sommer sind kurze Haare schon sehr angenehm. Vor allem nachts finde ich die langen Haare irgendwie dann unangenehm, wenn es zu warm ist. Und man die nicht so einfach wegbinden kann. Weil sonst so ungemütlich ist. Ich ziehe jetzt mal wieder unseren Standardanzug an. Mich wundert es, dass wir noch keinen anderen Anzug bis jetzt gefunden haben, ob es andere Anzüge gibt. Ich glaube, hier habe ich auch noch Sachen noch nicht ausgerüstet, die ich schon ausrüsten könnte, oder? Ja, tatsächlich. Also. Okay, wir haben wirklich Giftmunition. Die Waffe kann jeweils nur mit einer Art Munition geladen werden. Giftmunition. Hier haben wir viel Schaden, viel Magazingröße, dafür weniger Nachladegeschwindigkeit. Aber das klingt schon ziemlich gut. Ich glaube, das nehme ich. Und ich überlege, ob wir den Schaden mal gegen Giftmunition tauschen. Aber andererseits will ich eigentlich gar keine Giftmunition. Insofern lasse ich es dann vielleicht doch lieber. So, hier können wir nichts anbringen, aber irgendwo habe ich noch einen Slot freigeschaltet. Ah ja, hier. Steinglück. Können wir besser Steine titschen ab jetzt? Sonst geht hier aktuell nichts. Aha, die fesche Puppe, die wir bekommen haben. Gesundheit, Ausdauer und Bart, der stimmt genau. Ja, nehmen wir. Weil ich wissen will, was Bart plus 3 bringt. Oh, jetzt sind wir rasiert. Vielleicht heißt Bart plus 3 auch, dass der Bart nicht so schnell wächst. Ich hätte gern, dass der Bart schneller wächst. Tja, jetzt sind wir bartlos. So schnell kann's gehen. Oh, wir sind voll am Verhungern. Gehen wir mal eine große Meeresfruchtplatte essen. Rette uns, Koch. Rette uns. Glück gehabt. Thanks, Mister. Next time you get a hankering for old-time Creole food, just stop on by. So, was machen wir denn heute? In die Bar können wir erst ab 16 Uhr. Ich könnte noch mal zu dem Fischer schauen. Fisherman's Friend. Also dem Bootstour-Typ. Bootstür-Thorsten. Bootstür-Tour-Thorsten. Thea hat vielleicht noch mal was. Mich wundert, dass es gar keine Nebenquests oder Aktivitäten gibt, dass man sich einfach so durch so Dungeons durchkämpft, so Hordenkämpfe oder sowas in der Art. Würde mich fast schon wundern, wenn es das nicht gäbe, aber vielleicht wollten die einfach in dem Teil wirklich den Horror-Part unter Anführungsstrichen,
den Kampfpart auch einfach auf ein Minimum reduzieren. Und sich dafür mehr auf Figuren und so und Charaktere beziehen. Könnte schon sein. Even I can feel it. You almost got this sucker solved, ain't you? Achso. Na, Kleiner, soll's wieder zum Geheimtipp gehen? Ja, ich bin mir sicher, dass dort etwas ganz Bestimmtes auf eine Entdeckung wartet. Ach, gib's doch zu. Dir gefällt's dort. Ist doch super. Na, dann lass uns direkt losflitzen, ja? Okay, wir haben wieder mit ihr so einen Geheimtipp. Geheimtipp 3? Was ist mit Geheimtipp 2? Wo ist Geheimtipp 2? Haben wir Geheimtipp 2 übersprungen? Wir können doch nicht gleich zu Geheimtipp 3 gehen. Das geht doch nicht. Ist das nicht irgendwie illegal? Die 5 Perlen. Ich glaube, die erste Perle kriege ich nämlich, wenn ich alle Cocktails getrunken habe. Und eine andere Perle haben wir schon. Ich weiß gar nicht woher, aber eine Perle haben wir schon. Aber ich weiß gar nicht wo. Bei meinem Inventar ist die nicht. Wichtiges. Skateboard, Alligator, die Puppe. Ah ja, hier, genau. Perle des nächtlichen Bayous. Haben wir sogar zwei davon. Eine der 5 Perlen. Ah, dieses Dunkel wie die immerwährende Nacht. Die zweifelhafte Trommel, stimmt, die wir von Pastor Sanders bekommen haben. Da wissen wir auch noch nicht, was die eigentlich bringt und was die macht. Und Reis. Interessant, interessant. Ich glaube, ich jetzt noch mal kegeln. Oder Kleiner, gehen wir Bowling spielen. Brechen jetzt alle Rekorde. How's the investigation? Ach so, warte mal. Ist das eine Quest oder so? Ich bin mir sicher, da geht noch mehr. Immerhin ein Halbprofi. Wie Sie ja wissen, bin ich nicht mehr der Jüngste. Und da dachte ich mir, es wird Zeit, einen Nachfolger zu finden. Madame, möchten Sie damit sagen, dass Sie mich als Ihren Nachfolger in Betracht ziehen? Falsch, ich habe es bereits beschlossen. Aber dazu muss ich mich vergewissern, dass Sie dieser Aufgabe gewachsen sind. Wie sieht's aus? Nehmen Sie die Herausforderung an? Nachfolger also, das klingt nicht schlecht. Ich freue mich fast wie ein kleiner Schuljunge, Zack. Seltsam. Aber ein Lob für etwas, von dem man gar nicht wusste, dass man gut darin ist, soll schließlich besonders positive Wirkung haben. Also, Herr Special Agent, passen Sie gut auf. Wenn Sie es schaffen, die von mir aufgestellten Pillen umzulegen, werde ich Sie offiziell zu meinem Nachfolger erklären. Was für eine Ehre. Ich bin der Nachfolger von irgendeiner kleinen Kleinstadt
Old Lady, die immer jeden Tag kegelt, den ganzen Tag. Ich werde dieses Andenken in Ehren halten. Die erste Anordnung ist diese. Wie Sie sehen, stehen nur noch die Pins 2, 7 und 10. Diese Anordnung wird Christmas Tree genannt. Niedlich, was? Na, dann zeigen Sie mal, was Sie drauf haben. Das klingt super schwer, aber ich versuch's mal. How's the invest? Well then. Aber wie kann ich denn jetzt dieses Blitz spielen? Ach so, da oben. Ja, okay, ich versuch's mal. Erfolgsquote 50,1%. Belohnung Killerbienenstachel. Ja, versuchen wir das mal. Mit einem einzigen Wurf. Okay. Oh, das ist ein bisschen nicht so gut gewesen, glaube ich. Ein bisschen stark verzogen. Failure. Versuchen wir gleich nochmal. Das ist ja cool, dass es da so Challenges gibt. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja super. Oh. Nein, was mache ich denn? Ich bin so gewohnt, weil ich immer mit Linksstrahl werfe. Da war jetzt ein Automatismus. Ich habe nicht mitgedacht. Also gleich nochmal. Kostet ihn nur 2,50. Wir haben 7.000. Das können wir noch ein bisschen machen, bevor wir pleite gehen. Ah, come on. Warum kriege ich es denn nicht hin? Vielleicht sollte ich eher... Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ob ich eine leichtere Kugel nehmen soll. Aber ich brauche schon ordentlich Wucht, damit der Pin rüber katapultiert wird eigentlich, ne? Schon wieder ein bisschen zu viel Linksdrall. Aber ich darf ihn halt, ich muss ihn schon rechtzeitig treffen, dass er fliegt. Es hilft nichts. Ich muss das einfach hinkriegen ohne Drall. Ein bisschen Rechtsdrall, aber vielleicht. Yes! War das nicht wunderschön? Umwerfend, aber wirklich. Christmas Tree, geschafft. Juhu! Mit Schmackes, so gefällt mir das. Puh. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Ich erkenne sofort, wenn jemand echtes Talent hat. Der Christmas Tree sieht auf den ersten Blick ganz schön verzwickt aus, oder? Ist aber überraschend einfach umzulegen. Naja, das war auch nur zum Aufwärmen. Ein fein gebackener Donut mit Zuckerkruste. Cool, dankeschön. Eine Belohnung? Ich dachte, es geht hier um Ihre Nachfolge. Ach, seien Sie nicht immer so steif. Aber so erinnern Sie mich irgendwie mehr an meine Großmutter, die ihren Enkel zum Bowling mitnimmt. Ruhe jetzt! Trainieren Sie lieber, anstatt hier den Mund fusselig sich zu reden. Die Prüfung ist noch lange nicht bestanden. Geben Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind, ja? Die erste Hürde scheinen wir genommen zu haben, Zack. Aber irgendwie ist diese Nachfolgersuche, die... Wie soll ich sagen? Nein, lassen wir das. Das ist sicherlich ein besonderes wichtiges Ereignis in Ihrem Leben. Sich darüber lustig zu machen, wäre schlicht taktlos. How's the invest? Nachfolgerprüfung Runde 2. Sind Sie bereit? Diesmal wird es nicht so einfach wie beim Christmas Tree. Ich zeige Ihnen, was ich drauf habe. Ich habe ein ganz neues Talent an mir entdeckt, für das ich gewillt bin, bis zur Perfektion zu üben.
dass darin mich irgendwie... Was? Das erinnert mich irgendwie an unsere Zeit auf der Akademie. Dich nicht auch? Also gut, die nächste Anordnung steht. Darf ich vorstellen? Poison Ivy, die Pins 3, 6 und 10. Wie der Name schon sagt, wuchert dieses Monster vor sich hin wie giftiges Gestrüpp. Wirklich schauderhaft. Also dann, geben Sie Ihr Bestes. Versuchen wir's. Ich gebe mein Bestes, seltsame, weirde Omi. Ach Quatsch, ich will nicht mit dir reden. Ich will immer noch nicht mit dir reden. So, jetzt. Puh, geschafft. Poison Ivy. Oh, das sieht ja leicht aus. Poison Ivy ist, glaube ich, nicht sehr schwer. Oder? Warte mal, versuchen wir es so. Vielleicht ist es doch schwerer, als ich dachte, aber das kriege ich hin, glaube ich. Na, schau. Yes, 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 yes! Hammermäßiger Wurf! Puh. Einer vom FBI weiß eben, wie man böse Jungs umlegt. Und Poison Ivy ist eine wirklich bösartige Anordnung. Ich habe schon so manchen Bowler daran verzweifeln sehen, glauben Sie mir. Aber Sie haben dieses Unkraut umgemäht. Da nehmen Sie als Belohnung. Und was ist das, wenn ich fragen darf? Ein Stein. Ein Stein? Ja, ein Stein, ein Kiesel eben. Also einer von diesen Dingern, die überall rumliegen. Dann muss ich dankend ablehnen, aber so etwas kann ich auch selbst aufsammeln. Finden Sie das wirklich in Ordnung? Wenn einem jemand ein Geschenk macht, dann nimmt man es an, was es auch sein mag. Es ist nämlich der Gedanke, der zählt. Mit diesem Stein nehmen Sie also auch meinen aufrichtigen Gefühle entgegen. Das verstehen Sie doch. Madame, es tut mir leid, aber... Ruhe jetzt! Trainieren Sie lieber, anstatt zu quasseln, wie ein kleines Baby, erquengeln. Die Prüfung ist noch lange nicht bestanden. Geben Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind, ja? Sag, ich bekomme das Gefühl, ich weiß immer nicht, wie Sie es aussprechen, ist in der Steinzeit hängen geblieben. Aber gut, bei genauerer Betrachtung ist dieser Stein wirklich flach und glatt. Damit lässt sich bestimmt ein neuer Rekord beim Steinhüpfen aufstellen. Cool. Beim Steinhüpfen sind jetzt mehr Steine verfügbar, tatsächlich. Ach, das ist ja witzig. Cool, das greift ineinander. Dann wollen wir mal die letzte Prüfung angehen. Sind Sie bereit, meine Nachfolge anzutreten? Ich muss nur an mich glauben. Eine mutige Entscheidung, Herr Agent. Aber Sie schaffen das. Da bin ich sicher. Zack, es ist Zeit für das große Finale. Wenn ich diese Pins umlege, werde ich Mrs. Carpenters Nachfolger. Und ist das nicht das wahre Ziel von Deadly Premonition 2? Ich denke schon. Ich fühle mich wie ein Padawan, kurz vor der Ernennung zum Jedi-Ritter. Gut, die Pins sind aufgestellt. Etwas Passendes zur letzten Prüfung. Big Five. Die Pins 4, 6, 7, 8 und 10 sind übrig. Sogar ich habe es bisher nur einmal geschafft, bei dieser Anordnung einen Spare abzuräumen. Konzentration, körperliche Verfassung, Technik, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Hintergrundmusik und schließlich Glück. All das muss stimmen, um diesen Wurf zu landen. Aber Sie kriegen das hin. Sie müssen nur an sich glauben. Dann können Sie alles erreichen.
Ich glaube an mich. Wir schaffen die Big Five. Well then. Das sieht gar nicht so super schwer aus, aber es ist wahrscheinlich wirklich schwer. Ja doch, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist das glaube ich ziemlich schwer. Bin mir gar nicht sicher, was wir da machen. Naja, ich hau den erstmal voll in die linke Bande. Ah, einen Pin nehme ich mit. Aber das ist so ungefähr, genau das wäre der Plan. Ihr versteht schon. Den einen abräumen, den anderen rüberkicken. Vielleicht funktioniert's. Ich weiß nicht, warum ich das nicht einfach auf der anderen Seite... Aber es ist schon... Machen wir. Machen wir. Das könnte ganz gut hinhauen sogar jetzt. Oh, ein bisschen wenig Schmackes hatte der. Der muss schon... Ich versuche mal auf der rechten Seite. Warum mache ich denn mit links dran? Ich bin so blöd. Das ist Gewohnheit. Ja, genau. Das ist natürlich total blöd. Okay, jetzt aber. Ich glaube, es liegt an der Hintergrundmusik. Die ist nicht, die passt nicht so gut. Okay, das sieht nicht so gut aus. Verdammt, habe ich es doch gewusst. Okay, wir können es noch ungefähr 3000 Mal versuchen. Das dürfte reichen. Oh, come on. Wenn ich so weitermache, brauchen wir wirklich noch 3000 Versuche. Guckt euch den Scheiß an. So geht das nicht. Aber grundsätzlich ist es ganz ähnlich wie die erste Aufstellung. Wie hat sie geheißen? Santa Claus. Christmas Tree, genau. Aha, jetzt schauen wir mal, ob die Technik so grundsätzlich funktionieren kann überhaupt. Ah, da müssten die Kickel schon schöner rüberfliegen, damit das geht. Vielleicht ein bisschen... Robin, dankeschön fürs Subscriben. Vielleicht ein bisschen nach rechts werfen, aber dann mit ein bisschen links drall. Aber nicht so viel. Ja, das war zu wenig, glaube ich. Ja. Da, oder ich nehme doch eine leichtere Kugel. Dann, wenn ich so machen will. Nee, so wird das nix. So wird's, glaube ich, auch nix. Schade. Den müsste ich rüberhauen. Ah, das ist wirklich schwer. Die hat nicht übertrieben. Die hat nicht übertrieben, die alte Kegeloma. Das ist Hardcore. Oh, nein! Wenn er ein bisschen mehr gehabt hätte. Hätten wir es, glaube ich, geschafft. Das heißt, theoretisch kann es so funktionieren. Mehr Power! Weniger Drall oder so. Oh, das war wieder... Nee. Wenn, dann braucht die Kugel schon einen ganz leichten Linksdrall eigentlich eher. Wahrscheinlich. Oder eben wirklich... So und dann... Naja, das ist nix. Aber das könnte gehen. Jetzt hab ich's. Ich glaube, jetzt hab ich's. Vielleicht. Bin mir nicht sicher. Ich hab zumindest einen... Ich versuch was. Naja.
Nee. Macht mich wahnsinnig. Das war schlimm. Ja, eigentlich sind wir jetzt dann gleich fertig. Aber ich habe vor, dass ich diesen Wurf noch mache. Dieser Wurf ist heute unsere Walküre. Also unmöglich. Unmöglich. Wo ist denn Zakorak? Ist Zakorak noch da? Der hat sich gestern als Bowling-Profi erwiesen. Vielleicht wüsste der, wie man den Wurf schafft. Zumindest von der Technik her. Die Ausführung ist dann wieder eine andere Sache. Aber dann wüsste ich wenigstens theoretisch, wie ich es machen könnte. Ah. Ein bisschen zu viel Linkstrahl. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Linkstrahl. Ich will den Pin ja drüber flutscheln. Oh Gott. Okay, wartet mal. Jetzt versuche ich mal was ganz anderes, was ziemlich crazy ist. Ich nehme eine 7-Pfund-Kugel. Nee, das kann ja, das ist Quatsch. Okay, versuch's trotzdem. Ja, im Grunde hilft es nichts. Das muss jetzt einfach so funktionieren. Auch nicht schlecht. Muss man auch erstmal schaffen. Stehen! Ist das... Oh, das war's! Das wär's gewesen. Okay. Weiß ich jetzt wenigstens theoretisch. Das versuche ich zu rekonstruieren. Dann schauen wir mal. Ach, Mist. Okay, ich versuche es jetzt mal auf der Seite mit der gleichen Technik. Ein bisschen nach rechts werfen, ein bisschen Linkstrahl zum Ausgleich. Ein bisschen viel Linkstrahl jetzt leider. Aber theoretisch, aber den einen Kegel, ich weiß gar nicht genau, wo der steht, macht das Sinn? Ist es gleich, die gleiche Anordnung? Bin mir nicht sicher. Mist, viel zu viel Drall. Ich muss mal drauf achten. Nee, oder? Links steht der Kegel weiter vorne als der andere Kegel. Kann das sein? Nee, das kann gar nicht sein. Das steht auch nicht weiter vorne. Das müsste schon passen. Das müsste theoretisch auch von da gehen. Gut. Blöd. Das war zu viel wieder.
knapp. Das war ein bisschen zu viel Linkstrahl, sonst wäre es gut gewesen. Auf der Kante reinrollen und dann rausdrehen. Das wär's. Na, ah, es war wieder ein bisschen zu viel. Pager. Ups. Na, das gibt's doch nicht. Bisschen, da hätte ich vielleicht sogar noch mehr Drall brauchen können jetzt gerade. Jetzt eskaliert alles hier. Jetzt eskaliert einfach alles. Vielleicht ist so eine langsame Kugel keine schlechte Idee, weil die Kugel dann vielleicht weniger nach hinten geschleudert wird. Macht das irgendwie Sinn? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Nee. Es hat auf der linken Seite deutlich besser funktioniert. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist einfach so. Das war sogar ein bisschen zu nah an der Kante. Oh, jetzt habe ich einen Linkstrahl gemacht, weil es gerade so gewöhnt war von der anderen Seite. Ein Quatsch. Oh, die hat wirklich nicht gelogen, die Omi. Das ist Hardcore. Ich dachte mir so, okay, Boomer, lass mich einfach werfen, ich mach das schon. Aber nee, die ist kein Boomer. Die ist kein Boomer. Die ist die Generation, die davor war. Ich weiß nicht, wie die heißen. Hm. Angestupst. Mal schauen. Wir haben noch über fast 7000 Dollar. Kata, willst du es mal versuchen? Mist. Mensch, einmal hat dieser eine letzte Kegel gewackelt, aber ist dann nicht umgefallen. Das wär's gewesen. Ich glaube, ich mach mal alles genauso wie bisher, aber mit der 13-Pfund-Kugel. Weil warum nicht? Ich meine, schlimmer kann es nicht werden. Als nicht schaffen. Nee, nee.
Das macht schon Sinn, weil die vom Drall nicht so stark beeinflusst wird und ich brauche nur einen sehr leichten Drall im Grunde. Ich will ja nur, dass die Kugel den einen Pin so ein bisschen rüber schubst. Warum geht das nicht? Warum nicht? Warum ist das so unmöglich? Komm schon, Francis, York, Morgan, du schaffst das. Du hast das Zeug zum Halbprofi. Glaub an dich. Halbprofi-Power! Oh, dammit. Halbprofi-Power! Aktiviert! Dammit, warum denn? Ah, ich hasse es. Leicht hier. Ah. Ich könnte vielleicht auch mal ganz gewagt versuchen, mit der gelben Kugel hier voll so Trickshot-mäßig. Das hat viel besser funktioniert, als ich dachte. Aber halt auch nicht gut genug. Leider. Damn. Hi, Ramsi. Genau, genau. Die Walküren-Pins haben wir hier gerade. Habe ich auch schon gesagt gerade. Das sind heute unsere Walküren. Die will ich noch schaffen. Verdammt nochmal. Die Walkegel. Jeder gute 24-Stunden-Stream oder 12 plus 12-Stunden-Stream heute oder wie auch immer braucht ein großes Finale. Ah, und heute sind es diese blöden Kegel hier. Wenn wir die schaffen, werden wir nämlich zur Nachfolgerin der alten Bowling Lady. Offiziell. Offiziell zu ihrer Nachfolgerin ernannt. Das wird großartig. Aber ist echt schwer. Mensch, zweimal hätte es schon fast hingehauen. Und zwar zweimal so dicht hintereinander, dicht nacheinander. Und seitdem gar nicht mehr. Jein! Das sah gut aus. Verdammt, Ramsi! Dankeschön. Finde ich lustig, dass in dem Moment, wo das Bit-Symbol kam, wurde Failjar eingeblendet. Fehlschlag. Dankeschön. 10 Emotes geteilt von Ramsi. Yeah. Danke. Voll cool. Voll nett. Die Bitpower. Komm schon. Mit der Bitpower Ramsis werden wir es schaffen. Nein. Das war echt knapp, ey. Verdammt nochmal.
Das gibt's nicht. Diese vordere Kugel kriege ich nicht. Genauso haben wir es schon öfter gesehen. Die letzte Kugel, ey. Pin. Nicht Kugel. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Was, eine ferngesteuerte Bowlingkugel? Oder wie? Das wäre nicht schlecht jetzt. Das war zu, ja. Habe ich mir schon gedacht. Warum kriege ich es denn auf der... Ich verstehe nicht, warum ich es auf der rechten Seite nicht genauso hinkriege wie auf der linken. Dass ein Pin so rüberfliegt. Das wäre doch... Das wäre doch die Lösung eigentlich, oder? Aber das haut nicht hin. Versuch's nochmal auf der rechten Seite. Da ist die Wahrscheinlichkeit einfach... Obwohl, eigentlich... Ja, doch. Theoretisch finde ich, macht es hier mehr Sinn. Das war zu viel. Drall. Den Winkel nicht so schön hin. Knopfi! Yay! Danke fürs Abonnieren! Okay. Jetzt kommt's. Jetzt... Oh, da war viel zu viel links dran. Schade. Oh! Ja, ist auch noch zu weit. Oh Gott. Ich krieg das irgendwie... Ich weiß nicht warum. Ich krieg das nicht hin. Seitdem ich meine Freundin nach ihrer Ringgröße gefragt habe, ist sie total freundlich zu mir. Meint ihr, sie ahnt schon, dass ich ihr zum Geburtstag eine Bowlingkugel schenke? Ist das nicht eine Simpsons-Folge, Katka? So ein bisschen? Warum geht denn das nicht? Ich verstehe das nicht. Guck mal, das war jetzt gerade... Das gibt's nicht. Das war genau perfekt eigentlich, finde ich. Fanden die Pins nicht. Pins fanden das nicht so perfekt. Das funktioniert irgendwie besser auf der Seite. Nur gut, der Wurf ist jetzt gerade eine Katastrophe. Aber grundsätzlich... Aber die beiden Pins stehen doch gleich, oder? Die stehen doch gespiegelt. Es sollte doch eigentlich genauso gut funktionieren, dass ich einen darüber katapultiere. Okay. Ich habe einen Plan. Ich nehme die leichteste Kugel, die wir zur Verfügung haben. Und roll die ganz langsam nach vorne. Wow! Die leichteste Kugel ganz langsam wird echt stark vom Drall beeinflusst. Aber gut, schauen wir mal. Mit halber Kraft, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Beim Bowling bringt es nicht nur die Pins umzuwerfen, man muss zuerst die Maschine zerstören, sonst werden die Mistdinger immer wieder aufgestellt. Genau, man muss strategisch rangehen an sowas. Das stimmt. Ach so, jetzt habe ich die wieder. Wollte doch gar nicht so stark, Mensch. Okay, jetzt nehme ich... Das mache ich jetzt wirklich. Ich nehme jetzt doch wieder die schwerste Kugel. Und roll die super sanft. Das hat jetzt leider ein bisschen Rechtsdrall. Die wird leider ins Ausgehen.
Aber grundsätzlich, vielleicht könnte das funktionieren, aus irgendeinem Grund. Magie. Ganz sanft. Sanftes Böhlingröllchen. Ja, die wird dann zu sehr vom Drall beeinflusst. Da muss, darf ich viel weniger drallen, sonst wird die zu drallig. Stopp, ich will doch gar nicht hier werfen, ist doch Quatsch jetzt. Naja, okay, von mir aus. Das wollte ich offensichtlich nicht. Wäre das jetzt so cool gewesen, wenn ich jetzt hingehauen hätte, war lauter blöd. Okay. Jetzt geht sie wahrscheinlich rechts ins Aus. Nein, aber es ändert halt auch nichts. Ah, das ist so schwer. So schwer. Ich werde wirklich wahnsinnig. Das gibt's doch nicht. Gut gerettet, Bowlingkugel. Beinahe hättest du einen Pin gebrochen. Verletzt. Noch am Ende. Das war knapp. Oh Gott, der fliegt jetzt rechts wahrscheinlich runter. Hallo, Pididi, wie geht's? Pia meine ich. Pididi, wie geht's? Hey, Felix, danke für die Bits. Das Glas wird wieder aufgefüllt. Mit extra viel Unterstützungsherzchen. Ach, jetzt mache ich wieder stark. Ich wollte überhaupt nicht. Wieder, der geht wahrscheinlich genau dazwischen durch. Ja, fast. Ganz gut eigentlich, ganz gut. Aber an dieser Bowling-Challenge verzweifle ich gerade. Aber sonst geht's ganz gut. Ramsi, danke. Da kommt wieder einer, der alles raussprengt, oder? Puff. Das Glas ist die beste Erfindung, seit es Twitch gibt. Mist. Voll schön nach einem Tag voller Arbeit. Endlich entspannen und beim Zocken zuschauen. Was hast du denn gemacht heute? Was war denn... Oder einfach normal gearbeitet. Es ist auch noch gerade echt ganz chillig eigentlich. Aber ich bin mit den Nerven am Ende. Wie lange versuchen wir jetzt hier die Challenge zu schaffen? Ich glaube seit über einer halben Stunde mindestens. Versuche ich jetzt diesen Wurf hier zu schaffen. Meine Güte. Na schauen wir mal, ob das noch was wird. Die ganz rechte und die linke nur streifen. Jetzt versuche ich ja. Prüfungsvorbereitung. Ah, okay. Mikroskopiert. Okay, alles klar. So, das wird gar nichts. Ich könnte schon versuchen, dass ich vielleicht mit der... Aber das ist... Das ist halt super übel krass irgendwie, dass ich mit der leichten Kugel wirklich
so einen ganz krassen Winkelschneider auf den letzten Drücker quasi. Ja, das, nee, da kann ich sogar noch krasser nehmen. Also, das ist aber grundsätzlich, ist das irgendwie, glaube ich, weiß auch nicht recht. Ich weiß auch nicht recht, ob das funktioniert. Naja. Wenn du ganz rechts so an der Kante triffst, dass sie... Genau, das wäre der Plan eigentlich. Aber das geht im Grunde nur mit Drall. Ich muss im Grunde auf ganz engem Raum hier die Kugel nach rechts ein bisschen rüberwerfen und dann mit Drall nach links aber wieder so reinkurven, damit die so rüberschubst. Das ist das Problem. Hi, Garion Fire. Ich kann die Kugel nämlich auch gar nicht weiter an der Kante werfen als so. Hier steht es quasi an. Also ich kann die nicht irgendwie enger an der Kante werfen. Ohne Drall um die Kurve geht's gar nicht. Aber zu viel darf es eben auch nicht sein. Mist, das sah gar nicht schlecht aus, aber es ist wirklich komisch. Ich schaff's nämlich links viel besser, einen Kegel rüber zu werfen, aber dann bleibt trotzdem immer einer stehen. Das ist echt gemein. Felix, danke! Da kommen wieder frische Herzchen ins Glas. Frisch gepresst. Frisch gepflückt eher. Oder so. Wenn du eine schwere Kugel nimmst. Genau, ich habe schon die schwerste momentan. Und da kommt der Ramsi wieder und sprengt das Glas wieder. Ist aber noch viel drin geblieben diesmal. Danke, Ramsi. Ah, Mist. Das ist echt krass, diese Herausforderung hier. Das ist wirklich krass. Schade, wenn die jetzt noch... Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Ramsi, danke schön. Das Glas wird wieder aufgefüllt. Mit Rainbow, mit Pride-Herzen. Wow, die halten sich gut. Nein, jetzt fallen die doch wieder runter. Schade, die haben gerade so ein schönes Regenbogen-Schaumkronen-Ding auf dem Glas gemacht. Der Cocktail der Liebe. Tja, unsere Mentorin hat uns gewarnt. Dieser Wurf hat schon Profis zur Verzweiflung gebracht. Und sie selbst hat ihn nur einmal in ihrem Leben gemacht. Luftfeuchtigkeit, Hintergrundmusik, alles muss stimmen. Gibt's doch nicht. Wie lange mache ich die schon? Ja, bestimmt eine halbe Stunde. Ein bisschen länger, glaube ich. Mittlerweile. Das gibt's ja nicht. Warum fällt mir jetzt da und runter? Sollte er nicht. Habe ich mir anders vorgestellt. Der war jetzt so haarscharf an der Kante. Das gibt's doch nicht mehr.
Was soll ich noch machen? Wirklich jetzt? Ich verstehe das nicht. Oh Mann ey. Felix, danke doch mal. Herzchen Money verschossen. Okay, machen wir wirklich leichter. Halbe Kraft, weniger Drall. Jetzt habe ich gar keinen Drall. Naja, schauen wir mal. Dann fällt er wahrscheinlich einfach runter. Ah, hat noch ein bisschen angepufft. Okay. Aber vielleicht versuche ich es absichtlich nochmal. Mit so wenig Drall, aber Linksdrall ist ganz schlecht. Ja. Wenn, dann ein bisschen Rechtsdrall. Am besten kein Drall. Vielleicht sollte ich mir doch so Talismänner holen. So Anti-Drall-Fetische. Es gibt doch extra Fetische, die das Bowling verbessern. Bei dem Voodoo-Shop. Vielleicht brauche ich sowas. Das war nix. Oh, wow, Ramsey. Oh ja, Glück. Das ist eine gute Idee. Das kann ich brauchen. Dankeschön. Schauen wir mal, ob das hilft. Stimmt, hat die alte Frau gesagt. Selbst wenn alle Bedingungen perfekt sind, braucht man immer noch Glück dazu, damit das funktioniert. Hat die gesagt. Die muss es wissen. Oh, das gehört ja fast. Kannst du vergessen. Hey, hätte ich gar nicht gedacht, dass der eine noch getroffen wird. Aber ich habe echt das Gefühl, dass tatsächlich eine leichte Kugel die besser schubst, oder? Die stärker irgendwie rüberschleudert, ein bisschen. Jetzt hätte ich ein bisschen mehr Rechtsdrall gebraucht, aber leider. Guck, wenn das der vordere Pin gewesen wäre, so fliegt, wer weiß, was dann passiert wäre. Wer weiß. Was ist denn, wenn du bei den dreien von rechts zwischen den ersten und den zweiten in die Mitte rechts dazwischen schießt? Damit einer nach links geht und einer nach rechts. Meinst du jetzt den ganz, also meinst du jetzt von den rechten den linkesten? Weil das Problem ist, dass der so weit hinten steht, dass der den vorderen Kegel nicht mehr erwischt. Auf der anderen Seite. Oh, das ist jetzt aber, okay. Sehr, sehr sanfter Wurf. Da ist der Drall zu stark. Mist, kann man vergessen. Ja genau, aber eben die zwei äußeren von rechts. Weil der zweite von rechts steht da vorne. Ja gut, das hätte ich eh versucht im Grunde. Das versuche ich ja eh die ganze Zeit. Aus irgendeinem Grund fällt mir das nur auf der rechten Seite viel schwerer als auf der linken, obwohl die Pins eigentlich ähnlich stehen. Und es eigentlich gar nicht wirklich einen Unterschied machen sollte. Nein, das war gut. Damn it, das hätte sein können jetzt. Shit. Ich versuche alles nochmal genauso zu machen wie gerade. Aber es ist leider unmöglich. Ja, es war schon so oft schon, dass einer stehen bleibt. Also was heißt so oft? 5, 6 Mal oder so. Aber es ist immer einer, der stehen bleibt, wenn es mal funktioniert und einer rüberfliegt zu den anderen.
Ich hoffe ja immer noch auf einen Glitch. Ich hoffe, dass die Physik einfach irgendwann mal durchdreht beim Treffer und irgendeinen Pin so macht und alles abräumt. Das ist meine Hoffnung. Das Spiel hat so viele Bugs und so viele Glitches, aber hier funktioniert es natürlich. Klar, da wo man den Vorteil davon haben könnte, wenn es nicht funktioniert. Ich nehme jetzt die ganz leichte Kugel und bringe einfach ein bisschen mehr Chaos in die Gleichung. Vielleicht hilft das. Aber ich glaube nicht. Kein guter Anfang. Vielleicht, wer weiß. Möglicherweise kriege ich eine Perle. Eine der 5 heiligen Super Dragon Ball Perlen oder so. Könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man dafür eine Super Perle kriegt. So. Shit, das war eigentlich ein guter Wurf, ne? Naja. Hat das Spiel anders gesehen. Aber das war genauso, wie ich es wollte, meine ich damit. Eigentlich. Mist, der wird gar nichts. Ah, nicht gar nichts. Hey, das ist echt super hart. Vielleicht müssen wir da wirklich erst uns einen guten Bowling-Fetisch zusammen grinden. Man kann den ja auch noch theoretisch verbessern. Wir könnten uns ja fetischtechnisch richtig gut auf Bowling spezialisieren. Okay, ich fahre jetzt in den Voodoo-Shop und dann schauen wir mal, was wir für Möglichkeiten hätten und was wir... Working hard now, and never forget, you have the potential to go semi-pro. You mustn't let that talent go to waste. Ich schau mal, ich muss nur die Geister um Unterstützung bitten vielleicht. Das könnte helfen. Also... In der Praxis fällt mir komischerweise leichter, wenn ich es links versuche. Aber theoretisch sollte es rechts eigentlich sinnvoller sein, weil da ein Kegel mehr steht und dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der eine, der rüberfliegt, 2 umwirft, statt wenn der eine, der von links rüberfliegt, gleich 3 umwerfen muss. Also ich habe schon oft geschafft, dass von links einer nach rechts fliegt, aber rechts... blieb dann immer einer stehen. Ich habe es aber erst einmal geschafft, dass von rechts einer nach links fliegt. Blieb aber leider auch einer stehen. Insofern funktioniert gar nichts. Ich mache hier schon Überstunden, Leute. Was ist denn jetzt los? Ja, das war bestimmt eine Dreiviertelstunde jetzt. Deswegen fahre ich jetzt auch zum Voodoo-Shop. So geht das nicht weiter. Der müsste hier eh ganz in der Nähe sein, oder? Ist er das da hinten? Ich bin mir nicht sicher. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place, for better or worse. It's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly? Voodoo Guy, ich brauche deine Hilfe. Dringend. Ich brauche deine Bowling
Kräfte. Doth thou seek me? Verily. So, jetzt wartet mal. Timing-Spielraum. Für was Timing? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Steinglück? Spin-Kontrolle. Haltbarkeit, Boot, Zielscheiben. Da wäre wahrscheinlich die Spin-Kontrolle für uns noch das Sinnvollste. Dafür brauchen wir Ochsenfroschkrallen. Ich habe keine Ahnung, wo wir Ochsenfroschkrallen herkriegen sollen. Aber alles andere ist, glaube ich, für andere Minispiele. Bei dem Timing-Spielraum bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Wir hätten viel Steinglück. Im Steinskippen werden wir, glaube ich, mittlerweile echt gut. Oh, wir könnten unseren Pistolenaltar um eins erweitern. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Für Mr. Alligator stehen drei Konfigurationen mit jeweils mehreren Slots zur Verfügung. Die beliebig angerichtet werden können. Die Konfiguration der Waffe kann jederzeit gewechselt werden. Aha, ach so ist das. Okay. Aber ich kann trotzdem drei gleichzeitig machen, oder? Ach nee, das sind jetzt zwei verschiedene Konfigurationen, oder wie? Aha, oder... Ja, doch. Ich glaube, ich kann drei Konfigurationen machen. Ach, das finde ich lame, ehrlich gesagt. Das finde ich ein bisschen lame. Ich hätte das gern alles gleichzeitig. Aber gut. Dann machen wir eben sehr genaue Giftpistole. Als zweite Konfiguration. Da habe ich auch nichts. Was gibt's denn eigentlich für Skateboard-Talismänner? Was kann ich denn für Skaten noch so für Fetische bauen? Höchstgeschwindigkeit. Oh Gott, die Framerate ist jetzt schon auf nix. Beschleunigung, Fahrverhalten, Bremsen. Das sind anscheinend so die Werte. Was anderes gibt's eh nicht. Aber das wäre eigentlich ziemlich gut. Das kann ich sogar herstellen. Beschleunigung, Fahrverhalten und Haltbarkeit für Skateboard. Alles auf einmal. I can see thou hast. Vor allem die Haltbarkeit vom Skateboard ist jetzt auf over 9000. Also auf 6. Genau. Ich glaube, ein Bit ist ungefähr ein Cent für mich quasi. Insofern bringen die mir was. Und die roten Luftballons sind Schnellreiseluftballons übrigens. Das ist Deadly Premonition 2. Das ist jetzt gestern rausgekommen. Der Nachfolger, der lang ersehnte Nachfolger von schon einem meiner Lieblingsspiele, würde ich sagen. Deadly Premonition. Logischerweise.
Im Grunde ist es so eine Art Adventure-Krimi mit Survival-Horror-Elementen. Wenn man in der Stadt Skateboard fährt, hat man bis zu 14 Frames. Aber das ist okay. Das gehört dazu. Das gehört zum Charme des Spiels. No, nothing. Just felt like saying that. Do you think Patty's okay? She acts strong, but it seemed like she was deeply distraught. Where did Melvin disappear to? The same goes for her mother, Candy. We never even got a chance to meet her mother. Was ist denn das da? Wer geht denn da? Ist das unsere Taxifahrerin? Ja, genau. Taxifrau. Na gut. Ja, keine Ahnung. Da machen wir jetzt Schluss für heute. Ich weiß nicht, wo wir Krötenfüße herkriegen. Und ohne Krötenfüße oder Hörner oder was auch immer, kriege ich die Bowling-Challenge, glaube ich, einfach nicht hin. Und außerdem haben wir jetzt eh schon einen 25-Stunden-Stream draus gemacht. Irgendwann ist auch mal Schluss. Aber am Dienstag geht es ja im Grunde eh schon weiter. Da spielen wir auch weiter mit Deadly Premonition 2. Ich werde mich zusammenreißen und werde das nicht weiterspielen außerhalb des Streams, auch wenn es mir wahrscheinlich schwerfällt. Vielleicht werde ich ein bisschen bowlen oder so. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Und dann schauen wir mal, ob wir die Kegel umwerfen können. Und wir müssen Donnerstag. Ich darf nicht vergessen, dass wir dann den Cocktail des Tages trinken müssen. Und vielleicht finden wir sogar noch eine grüne Paprika. Das wäre es natürlich. Aber wer weiß. Und natürlich haben wir noch den Mordfall zu lösen, aber pff, nebenbei so. Na dann. Gute Nacht, Leute. Macht's gut. Kann ich eigentlich... Ich muss das schnell testen. Ich habe gerade gespeichert. Oh mein Gott, das geht wirklich. Das kostet $100. Sind ja nur Gummigeschosse. Na dann. Gute Nacht. Also bis... Was heißt gute Nacht? Schönen Nachmittag noch. Schönen Abend. Und spätestens bis... Dienstag dann. Ciao. Macht's gut.